her. Wir wollen ihn jetzt. Wo ist er denn? Der Weg des Bodens. Da ist er. Sakai! Wir dürfen Tomoes geplanten Angriff auf das Yoshi-Hallbad nicht ignorieren. Warum ist sie von der Stadt denn so besessen? Ich wurde dort geboren. Die Zerstörung beweist ihren Wert für die Mongolen. Und erniedrigt mich. Doch das Gebiet ist von Vorteil für uns. Zwei fähige Schützen können Hunderte aufhalten. Oder wir lassen die Mongolen gewähren. Tomoe erringt einen Sieg und wird unvorsichtig. Dann schlagen wir zu. Das Yoshi-Hallbad als Opfer für Tomoe? Das Opfer ist es wert! Tomoe würde zustimmen, Sensei. Gut, Sakai. Sie greift von Norden an. Wir sollten uns darauf fokussieren. Nach geeigneten Anhöhen suchen, Pfeile platzieren und... Leise! Hört ihr das? Ein Pfeil, ein Tod. Ah. Ich hatte bereits mit Tomoes neuen Freunden gerechnet. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie mehr Männer geschickt. Sie wollte uns nicht töten, sondern aufhalten. Das Yoshi-Hallbad, der Angriff beginnt. Okay. Hier lang. Okay, komm, lauf. Versprecht mir, weiter Tomoe zu jagen, wenn ich heute falle. Versprochen, Sensei. Sie weiß, dass ihr mein Schüler seid. Euer Tod zerstört mein Vermächtnis. Euer Weg des Bogens überlebt mit mir. Wo schlägt Tomoe zu? Hinten in der Stadt, beim Wasserfall. Der verwundbarste Punkt. Wenn wir vor den Mongolen ankommen, können wir uns vorbereiten. Das wird nicht leicht. Ist es nie. Ihr beiden, hierher! Was ist, meine Herren? Die Mongolen marschieren zum Yoshi-Hallbad. Versammelt alle beim Gasthaus und lasst euch nicht sehen. Wir kümmern uns um sie. Ja, meine Herren. Von hier aus ist die Sicht gut. So können die Mongolen uns nicht flankieren. Uns bleibt nicht viel Zeit. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Wir haben keine große Wahl. Nutzen wir das, was wir haben.
Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Trockenes Gras lockt die Mongolen dorthin. Wir sorgen dafür, dass ihr Brandpfeile habt. Hornissennester. Sehr gute Ablenkung. Nehmt diese Brandpfeile und verbrennt euch nicht daran. Oder mich. Brandpfeile für den Kurzbogen. Sitzt Gegnerkleidung und trockenes Gras im Brand. Dann bleibt mir aus dem Weg, Sensei. Bereit machen. Die Mongolen sind bald hier. Sie nähern sich. Gut. Dann werden wir ihnen den Weg des Bogens zeigen. Also. Sie kommen den Berg hinunter. Greift an. Ein Pfeil, ein Tod, Sensei. Also. Sakai. Ich bin bereit für mehr. Sie ebenfalls. Dort auf der Hauptstraße. Ich erledige sie. Alter. Na los? Hat sich das jetzt Spiel aufgehängt oder was? Dort auf der Hauptstraße! Ich erledige sie. Keine Spur von Tom. Sie wird kommen. Da sind noch mehr. Helft ihnen über den Sand zu. Alter. Alter. Forschung!
Das waren dann alle. Es ist vorbei. Ja, fürs Erste. Ei. Und hier irgendwie noch Vorräte oder so? Danke. Alter, ich brauche hier mal Vorräte. Ich habe hier nichts mehr zu knabbern. Hier. Das ist Tomoe? Sie verbrennt das Nagao-Banner. Jetzt haben wir sie. Bis wir dort sind, wird sie längst weg sein. Sie ist feige. Nein. Sie verhöhnt mich. Sie weiß, wer mein letzter Schüler vor ihr war. Hironori Nagao. Ihr sagte doch, das war er nicht. Was denn nun? Ich war jung, hochmütig, gefühllos. Hironori nahm mich zum Vorbild. Er führte Rebellen gegen den Clan und verlor. Doch erst tötete er Fürst Nagaos beste Männer. Hironori starb nicht im Kampf mit Banditen. Die Geschichte sollte Nagaos Vermächtnis schützen. Nein, zwar nicht mehr zu retten. Als sein Lehrer war ich nicht mehr vertrauenswürdig. Man war so gnädig, mich zurücktreten zu lassen. Ich redete mir ein, der Weg des Bogens müsse bewahrt werden. Die Wahrheit ist, ich bin ein Feigling und hätte es längst beenden müssen. All das habt ihr Tomoe erzählt. Sie sollte bloß verstehen, was es mir bedeutete, wieder zu lehren. Und wie alles andere wandte sie es gegen mich. Ihr könnt Nagao nicht reinwaschen und Tomoe nicht ändern. Doch heute habt ihr die Menschen von Iyoshi gerettet. Mit meinem neuen Schüler. Ich brauche euch bei Burg Haneda. Mein Bogen gehört euch. Tomoe ist noch nicht fertig. Wir müssen sie weiterjagen. Werden wir, Sensei. Definitiv. Bogenmacherin auf Karte anzeigen.
So, Pfeile sind voll. Diddlelit. Oh, Haiku verfassen. Raunen durch Bäume. Freischaukelnd im leichten Wind. Stets stärker werdend. Der alte Mann hatte recht. Meine Seele ist im Reinen. Sie ist stark. Ich sollte mir Gedichte schreiben. Okay. So, jetzt aber nochmal Ausrüstung, Waffen, Munition, Fernkampf, Verbesserung ansehen, auf Karte anzeigen. Das ist der Legendenerzähler. Bogenmacher, da muss ich hin. Dann gehen wir da runter. Ja. Es gibt keinen Ersatz für einen schönen Bogen. Ich stelle sicher, dass euer Bogen im bestmöglichen Zustand ist. Ich weiß zu schätzen, was immer ihr tun könnt. Es ist mir eine Ehre. Bringt mir nur die nötigen Rohmaterialien und überlasst mir den Rest. Kosten? Makellose Präzision und Reichweite. Leb wohl. Es ist mir eine Ehre. Ich wäre euch gern zu Diensten. Wie kann ich euch helfen? Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Ich bringe eine Opfergabe für euer Wohlergehen. Habt ihr die Vögel gesehen, Fürst Sakai? Welche Vögel sucht ihr denn? Die Goldenen. Ihr Gesang erinnert einen an friedlichere Zeiten. Ah, die hat meine Mutter auch geliebt. Sie sagte immer, sie kennt unsere Insel besser als sonst eine Kreatur. Das glaube ich, mein Herr. Wäre es nicht so gefährlich, würde ich einem folgen. Sehen, wohin der goldene Vogel mich führt. Vielleicht mache ich das. Doch ihr solltet warten, bis unsere Heimat wieder sicher ist. Werde ich, Fürst Sakai. Danke. Ist ein Händler, ne? Weißes Eisen. Für Tsushima. So.
zu verbessern, Schwertschmied. Ja, dann dazu müssen wir den befreien, ne? Das war ja der, den wir befreien müssen. Kleidung. Held von Tsushima. Tracht des Reisenden. Achso. Reisen dich den Nebel des Krieges auf der Karte um 10%. Die Fakt. Nicht genug Ressourcen. Brandpfeile Kapazität 6, ja. So, Sensei Ishikawa haben wir. Masako, Jonas Bruder. 4x Leder, 10x Leinen. Auf Karte anzeigen. Okay. Dann. Okay. Da müssten wir da komplett hin. Lager der Überlebenden. Wie gesagt, der Dojo, die Quelle. Fuchsbau nicht abgeschlossen. Fischerdorf, Schnellreise. Gehen wir doch mal zum Fuchsbau. Was müssen wir da machen? Ernsthaft. So. Wo sieht denn hin?
Sehr cool. Ah, ach ja. Oh, bitte, jetzt hat man. Ja! So, wir werden uns jetzt auf dem Weg nach hier, glaube ich, machen. Den Ort verfolgen. Das heißt, wir machen eine Schnellreise von der Kreuzung, würde ich mal sagen. Nice. Goldene Vögel. Ja, wir sind hier an der Kreuzung. Nehmen wir den noch mit. Den guten Bambus.